So, hallo liebe Shisha-Freunde, hier wieder zu einem neuen Video von uns. Es geht wieder mal um Hookafina-Tabak. Ja, es geht um Déjà-vu. Du bist dran. Ja, kommen wir zur Verpackung. Ich glaube, inzwischen müssen wir nicht mehr so viel dazu sagen. Ja. Das ist jetzt das vierte oder fünfte Video. Vier, wir haben schon mal eins. Frostberry. Dann den von vor. Letzten Mal? Und jetzt die drei. Ah ja, stimmt. Das letzte Mal war ja Social Smoke, stimmt. Ja, egal. Hookafina Verpackung. Wie gewohnt finden wir sie immer noch gelungen. Sie glitzert so schön in der Sonne wie einer von Twilight. Ja. Okay. Ja. Der Tabak heißt Déjà-vu. Hier seht ihr nochmal die Verpackung in dieser Ansicht, wenn ihr sie so sehen wollt. Und hier noch von der Rückansicht. Und hier noch die schöne Stars and Stripes und ja, fangen wir mal an. Kommen wir zu dieser Verpackung. Tabak ist wie immer in einem Zipper drin, den man aufschneiden muss und nicht wieder verschließen kann, leider. Finde ich immer noch ein bisschen schade eigentlich. Vor allem bei Kartonverpackungen, da sifft halt einfach den Karton durch irgendeinmal. Ja. Zum Schnitt ist wie immer Hookafina-Style, Starburst-Style, fein wie gewohnt, feucht wie gewohnt, so viel wie er verträgt, kein Tröpfchen Molasse ist zu viel da drin. Ja. Geruch. Er riecht lecker. Aber ich weiß nicht mehr was. Du weißt es schon, oder? Nee, was riecht nach Blumen. Ja. Ein Parfüm. Parfüm, ja. Stimmt, ich habe vorhin in der Küche Parfüm gesagt. Parfüm. Ja, es schmeckt ein bisschen nach Blumen. Süßlich, Blume. Ja, aber es schmeckt wirklich geil. Chanel Déjà-vu. Ja, genau. Also, kommen wir zur Beschreibung auf shisha-king.ch. Kostet 5 Franken auf 50 Gramm. Noch. Immer noch. Der Déjà-vu von Hookafina. What? Ah, Déjà-vu Hookafina Tabak hat einen geheimnisvollen Geschmack und ist schwierig zu definieren. Er schmeckt nach Zitrone und Trauben mit einer Note von... Was ist das? Cinnamon. Zimt. Ein Versuch ist dieser Tabak auf jeden Fall wert. Findest du heraus, welche feine Geschmacksrichtung im Hookafina Déjà-vu stecken? Ja. Ja. Das ist wirklich so. Es ist nicht so ganz definierbar, aber für mich schmeckt er ein bisschen nach Blumen. Ja, ein bisschen nach Blumen. Zimt, ja. Ja, nein, vielleicht. Ich mag Toastbrot. Ganz leicht. Ganz leicht. Ja, vielleicht ganz leicht. Ja, frische Note von der Zitrone, das... Das kann man bejahen. Das ist so, ja. Trauben schmecke ich jetzt nicht so raus. Doch. Jetzt, wo du es sagst. Jetzt, wo ich dir zugehört habe. Ganz wenig, aber auch ganz wenig. Ich halte mehr an der Blume fest, aber es stimmt auch, was hier auf der Website steht. Ja. Blume ist sicherlich dabei. Vielleicht, wenn man alle drei Sachen zusammen mischt, bekommt man Blume. Das probieren wir mal aus für euch. Ja, aber auf jeden Fall, ich finde es eine sehr leckere Mischung, habe ich eigentlich so noch nie gehabt. Schmeckt mir, muss ich sagen. Ja, wenn wir gleich dabei sind, Rauchgeschmack. Ja, finde ich geil. Ja, also auch hier. Man also, schmeckt. Wir fangen kurz von vorne an. Farbpackung, 2 Daumen. 2 Daumen. Dann Schnitt, 2 Daumen. Dann Feuchtigkeit, 2 Daumen. Also 4 Daumen. Schlussendlich jedes Mal. Dann Geruch. Geruch auch, 2 Daumen von mir. Gebe ich jetzt einen, weil es halt einfach so undefinierbar ist. Ja. Und Rauchentwicklung sagen wir auch nichts mehr dazu. Das ist klar. Ihr seht den Rauch nicht so gut bei euch in Videos. Wir sehen ihn sehr gut. Ja, die Rauchentwicklung ist je nachdem, wie viel man hitzt und man drauf macht, je nach Kopf. Ja, und dementsprechend extrem. Und inzwischen rauchen wir seit 4 Jahren Shisha und
Ich glaube, inzwischen könnte man uns vertrauen, was es anbelangt, wenn wir sagen, die Rauchentwicklung ist schlecht, die Rauchentwicklung ist gut, die Rauchentwicklung ist mittelmäßig. Ja. Ihr könnt uns vertrauen. Das ist jetzt kein Eigenlob, sondern es ist wirklich eine Tatsache. Ja, also hier ist Rauchentwicklung wirklich gut. Eben zum Rauchgeschmack, den finde ich eigentlich auch sehr geil. Also sofort wieder kaufen. Ja. Wenn sie noch gibt in naher oder ferner Zukunft. Ja. Also von mir für den Rauchgeschmack 2 Daumen. 2 Daumen, Rauchentwicklung gebe ich 2 Daumen. Ich auch. So ja. Das letzte Mal. Raucht jetzt gerade nicht so, aber wir wissen, dass Hukafin auch gut rauchen kann. Kuh draufpacken, nochmal probieren. Ja. Wenn wir gerade bei Déjà-vu sind. Was kommt jetzt? Das wäre Déjà-vu gewesen, aber egal. Ja. Was können wir heute kurz sonst noch erzählen? So. Nicht mehr viel. Über das Handgelenk gezählt, ja. Kopf, Hotshot, RT, wissen wir, ist vielleicht nicht gerade das Beste, womit man rauchen sollte beim Review. Ja, Geschmack ist nicht so extrem wie bei anderen Köpfen. Es kommt natürlich auch nicht an den Fruchtkopf heran. Ja, klar, aber. Also jetzt müsst ihr den Rauch auch gesehen haben. Wir haben noch vorne ein kleines Display an der Kamera. Da sehen wir, dass ihr den Rauch sehen müsst. Und wir sehen sie auch. Wir gucken, also ich gucke unser Video, wenn ich schneide, mindestens eine Stunde lang an. Und ich schaue die Videos immer wieder an auf YouTube, damit wir immer mehr Klicks bekommen. Und ich teile sie auf Facebook und auf Instagram und auf Kackbook und auf Fuckbook und auf Shisha-Book und auf Pascal-Book und auf Dennis-Book und auf weiß ich nicht, was für viele Gesichtsbücher das es sonst noch gibt. Und auf Twitter und auf Vogel und auf Coop Online und ja, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit von diesem Tabak. Wie ihr seht, die Rauchentwicklung ist doch gut. Kirche schlägt 10 Uhr. Haben wir leider den Sandmann verpasst um 3 Stunden. Genau. Ja, aber ich sage zum Fazit. Ich finde Tabak sehr geil. Zum Rauchen kann ich ihn nur empfehlen, wer so ein bisschen. Das ist eine recht extreme Mischung jetzt von den Geschmäckern. Man kann es wirklich nicht definieren, aber geiler Tabak. Ich würde ihn sofort wieder kaufen, rauchen. Also von der Mischung her würde ich ihn mit dem UFO vergleichen. Ja. Weil die Tabaks Einzel, die im UFO drin sind, die schmecken wirklich so wie sie sollen. So wie sie sollen. Und wenn man sie mischt, dann ist es eine extreme Mischung. Die einen finden es ein bisschen besser, die anderen ein bisschen beschissener. Aber im Gegensatz zum UFO kann man den ohne Probleme mehrmals rauchen. Ja, UFO kann man auch ohne Probleme mehrmals rauchen. Ja, aber ja. Ich mag's nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich kann den Tabak nur empfehlen. Ich denke, Dennis, von dir das Gleiche, oder? Ja, von mir kommt absolut dieselbe Meinung. Kauft ihn euch, solange es ihn noch gibt oder solange es ihn zu diesem Steuersatz noch gibt. Ich weiß nicht, ob der Matthias einen neuen bestellt hat oder einen neuen bestellen wird von Hukafina. Wie ihr wisst, Hukafina arbeitet immer an neuen Kreationen, also wird da auch wahrscheinlich etwas Neues kommen. Sie sind auf dem internationalen Markt stark vertreten. Ja, also sehr stark. Die Social Smoke in der Schweiz nicht so extrem wie in anderen Ländern. Ja, nicht so extrem wie in anderen Ländern, aber sie sind stark vertreten, auch außerhalb der USA. Und inzwischen ist es ja auch möglich, dass man die Dinge zu einem verdammt hohen Steuersatz zwar, aber auch aus den USA importieren könnte. Ja. Man zahlt einfach zweimal so viel Zoll und dreimal so viel Steuern und dann kostet das Päckchen Tabak für 5 Franken schlussendlich irgendwie 50 Franken, aber man könnte importieren. Man könnte. Man muss sagen nicht. Ja, ich würde sagen, ja. Das war's von heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir wissen wieder mal nicht, um was es geht. Wir werden es sehen. Ja.
Und ja, schöne Tage. Bis die Tage. Wiedersehen.